Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir wollen heute weiter studieren in einer ganz interessanten Begebenheit, die wir vor ein paar Wochen schon angefangen haben. Wir hatten jetzt 2 Wochen Pause dazwischen und wollen weiter studieren. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben das letzte Mal gesehen, wie Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat über die Frage, wer ist der Größte? Ja, und dass die Jünger da sich Gedanken gemacht haben, wer könnte vielleicht den höchsten Posten haben, und dass Jesus sie diesbezüglich unterwiesen hat. Das werden wir gleich nochmal kurz wiederholen. Aber bevor wir dann die nächste Geschichte, die sich daran anschließt, nämlich eine Frage von Johannes, uns anschauen, wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen können. Schwach und hilflos, wie wir sind, und dass du mit deiner Gnade und deiner Stärke und deiner Kraft und deinem Heiligen Geist uns aufhilfst, uns vergibst, uns reinigst und uns stärkst für alles, was vor uns liegt. Herr, wir sind jetzt hier, um aus deinem Wort zu hören. Wir sind als deine Schüler da, um zu lernen, was du uns sagen möchtest, damit wir nicht nur klüger werden, sondern unserem Charakter verwandelt, indem wir Jesus betrachten, wie er sich verhalten hat, welche Prinzipien er gedacht und ausgelebt hat. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir ihm ähnlicher werden durch deinen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9. Erinnert euch, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs durch Galiläa und sie sind nach Kapernaum gekommen. Und auf dem Weg hatten die Jünger so ein bisschen getrödelt, weil sie eine Frage untereinander diskutiert hatten. Jesus hatte auf dem Weg ihnen ja erneut erklärt, wenn ich nach Jerusalem gehe, werde ich sterben. Ja? Aber sie haben das alles ausgeblendet, sie haben das nicht verstehen können oder wollen vielmehr. Sie haben nur darauf gehört, dass Jesus nach Jerusalem geht und haben gedacht, vielleicht ist das die Chance, dass wir doch nochmal einen Ministerposten bekommen, und haben angefangen, sich zu streiten, als sie dann in Kapernaum ankommen und Jesus ihre Gedanken kennt und sie direkt fragt, sind sie erst einmal still und schweigen. Petrus ist derweil unterwegs, wir haben die Geschichte angeschaut, er ist am See, fischt nach diesem Fisch wegen der Tempelsteuer und dann kommt er zurück und dann, als alle zusammen sind, nutzt Jesus die Gelegenheit, könnt ihr euch noch erinnern, was er gemacht hat, als dann alle zusammen sind und er diese Frage ihnen stellt, was hat er gemacht, wisst ihr noch? Er hat sich gesetzt, sagt die Bibel, er hat sich hingesetzt, um deutlich zu machen, das ist jetzt sehr wichtig. Denn Ellen White sagt, in dem Moment, als er über diese Frage nachgedacht hat, dass seine eigenen Jünger einige Monate vor der Kreuzigung darüber debattieren, wer der Höchste ist und wer die meiste Ehre hat, da sagt sie, hat er sich zurückerinnert an die Szenen im Himmel, als Luzifer anfing, genau diese Gedanken zu haben. Und deswegen musste er das sehr deutlich ausrotten, ihn sehr deutlich sagen, dass das ein grundlegendes falsches Prinzip ist. Und er hat dann jemanden gerufen, wisst ihr noch, wen er gerufen hat? Ein Kind. Und hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, also euch bekehrt und werdet wie dieses Kind. Ja. Wenn ihr euch erniedrigt und euch quasi gedanklich auf die Stufe eines kleinen Kindes stellt, wenn ihr nicht so, dann könnt ihr gar nicht hineinkommen, ja? Geschweige denn einen hohen Posten bekommen im Reich Gottes. Ja? Und das war eine sehr deutliche, aber auch sehr liebevolle Botschaft, um ihn deutlich zu machen, wenn ihr so über das Reich Gottes denkt, seid ihr unfähig, überhaupt darin zu sein. Und diese Worte haben Eindruck gemacht. Die haben sehr großen Eindruck gemacht und sie sollten auch auf uns Eindruck machen, dass wir lernen, Gott so zu behandeln, wie ein Kind seinen Vater behandelt. Ellen White hat diesen interessanten Gedanken, wo sie sagt, wir können über Gottes Wesen und Natur nicht viel sagen. Ja, wir sind so unwissend wie ein kleines Kind über Gottes Wesen und Natur. Aber wir können ihn lieben und ihm gehorchen, wie ein kleines Kind. Und das sollten wir kultivieren, ihn lieben und ihm gehorchen, auch wenn wir nicht immer alles begreifen können. Und jetzt ist es interessant,
dass aufgrund dieser Aussage von Jesus, ich meine, was passiert, wenn Jesus Worte spricht? Was passiert, wenn Jesus aus eurem Leben, was passiert, wenn ihr Jesus zu euch sprechen hört in der Bibel? Was passiert bei euch? Das Herz beginnt angesprochen zu werden, oder? Man freut sich, aber manchmal gibt es auch Situationen, wo man merkt, oh, ich glaube, ich lag falsch, oder? Man fühlt sich ertappt. Die Bibel sagt manchmal, dass die Bibel auch gegeben ist zur Überführung, zur Zurechtweisung. Man fängt plötzlich an, sein eigenes Tun in einem anderen Licht zu sehen, oder? Das schon mal erlebt? Dass man vorher ganz überzeugt war, das, was ich mache, ist richtig, aber dann merkt man, Gott spricht direkt zu mir in dem Wort. War das überhaupt richtig, was ich damals gesagt habe? Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, aber mir ist es schon öfter so gegangen, dass ich dann an der Morgenandacht gemerkt habe, oh, was ich gestern in dem Gespräch gesagt habe, das war eigentlich ein bisschen übertrieben oder das war falsch oder da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ja, und dann ist es manchmal gut, wenn man Gott einem das bewusst macht, dass man es wieder gut macht, ja, und sich bei der Person meldet oder so. Wenn Gottes Wort zu uns spricht, dann kriegen wir nicht nur Informationen. Und es ist ja nicht nur, dass man sagt, ah ja, okay, dann machen wir es in der Zukunft besser, sondern auch die Vergangenheit wird in ein neues Licht getaucht, oder? Und genau das passiert hier bei einem Jünger, der besonders empfänglich war für Gottes Botschaft. Wir lesen in Vers 38. Mag mal jemand von euch Markus 9, Vers 38 lesen? Genau. Nun, wir haben jetzt nur die Worte von Johannes, wir haben den Tonfall nicht. Ja? Aber nach all dem, wie wir jetzt das schon rekonstruiert haben, dieses Gespräch, wird er bestimmt nicht sagen, hey, wir haben jemanden gefunden, der und wir haben ihn gewehrt. Ja? Sondern er ist eher angesprochen und Ellen White beschreibt das auch so. Er hat sich jetzt gefragt, ob das überhaupt richtig gewesen ist. Sie sagt, dass sein Gewissen angeschlagen hat. Vorher war es ihm total selbstverständlich. Ja? Dem muss gewehrt werden. Aber jetzt mit den Worten von Jesus, dass man sich nicht erhöhen soll, irgendwie hat ihm das keine Ruhe gegeben. Ellen White sagt, die Worte des Erlösers erweckten in den Jüngern ein Gefühl, im Englischen nach Self-Distrust, wenn man sich selbst misstraut. Die Worte des Erlösers haben in den Jüngern ein Gefühl des Selbstmisstrauens erweckt. Die Frage ist, ob wir das auch oft zulassen in unserem Leben, dass Gottes Wort so nahe kommen kann, dass wir uns die Frage stellen, war das eigentlich gut, was ich gesagt habe? War das gut, was ich gedacht habe? War das gut, was ich gemacht habe? Und dann sagt sie, niemand war jetzt besonders hervorgehoben worden. Also Jesus hat nicht den Finger gezeigt und gesagt, du Johannes oder du Petrus oder du Nathanael. Ja? Er hat das ja allgemein formuliert. Und trotzdem hat sich Johannes besonders angesprochen gefühlt. Er hätte ja sagen können, ah, der meint bestimmt den Petrus. Der meint bestimmt jemand anders. So wie wir oft eine Laodicea-Predigt hören und denken, meine Güte, gut, dass Bruder X und Schwester Y drin sitzen. Ja, jetzt hören die das mal richtig. Die sollten mal richtig ihre Ohren aufsperren. Aber Johannes war nicht so. Johannes hat das auf sich bezogen. Obwohl, wenn ihr jetzt das Leben von Johannes betrachtet, war Johannes eher einer der Jünger, die nahe bei Jesus waren oder eher entfernt von Jesus? Er war ziemlich nahe bei Jesus. Er war wahrscheinlich einer von denen, der am nächsten von Jesus war. Und trotzdem hatte er falsche Dinge getan. Ja? Ja, genau, die Donnersünde. Genau, da kommen wir auch noch zu, weil das, was er hier sagt, hat er nicht alleine gemacht, sondern mit seinem Bruder Jakobus. Ja? Er hatte dieses aufbrausende Temperament. Ellen White beschreibt ihn, er war so von Natur aus rachsüchtig und aufbrausend und hat jedem alles krumm genommen, aber er hatte dieses Bedürfnis nach Liebe und nach Freundschaft und deswegen ist er Jesus immer näher gekommen und näher, ihr erinnert euch vielleicht näher, noch näher, immer näher zu Jesus. Und hier sehen wir also, das ist interessant, einen Menschen, der Jesus nahe ist, der Jesus nachfolgt, der schon viel mit Jesus erlebt hat und der trotzdem ein falsches Denken an einer Stelle hat. Das heißt, wenn wir schon viel mit Jesus erlebt haben, wenn wir Jesus lieben, wenn wir eifrig sind für ihn, kann es trotzdem sein, dass es bestimmte Punkte gibt, wo wir korrigiert werden müssen. Das betrifft jeden von uns. Das betrifft mich, euch, alle, die ihr zuschaut. Und es ist wichtig, dass wir nicht denken, ich bin ein Jünger Jesu, ja, ich gehöre zu den Wichtigsten ja, in der Gemeinde oder so. Die anderen müssen korrigiert werden. Johannes hat gewusst,
ich muss auch korrigiert werden. Und sofort, ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Gläubige diese Einstellung kultivieren, Herr Jesus, zeig mir, ob ich etwas falsch gemacht habe. Zeig mir, ob ich mich wirklich richtig verhalten habe. Dass ich nicht mehr darauf vertraue, dass alles, was ich tue und sage, immer so das Beste ist. Ja? Ja, ich denke, wir werden auch Petrus nach dem ausgestiegen des Heiligen Geistes. Mhm. Man muss ihn korrigieren. Ja, absolut. Wir sind Menschen und wir sind nur allzu schwach und wir machen nur allzu gerne, allzu oft Fehler. Also ich weiß das aus meinem Leben, wahrscheinlich ihr aus eurem auch, oder? Man ist manchmal erstaunt, wie im Nachhinein, zu welchen dummen Entscheidungen oder dummen Gedanken man fähig ist, wenn man eben nicht Gott gerade nah in seinem Herzen hat. Und dann sagt sie, also niemand war besonders herausgehoben worden bei der Antwort von Jesus, aber Johannes wurde dazu geführt, sich zu fragen, ob er in einem bestimmten Fall richtig gehandelt hatte. Also der Heilige Geist hat jetzt die Worte Jesu benutzt, um ihn an diese Situation zu erinnern. Und dann sagt sie, mit dem Geist eines Kindes legte er die Sache vor Jesus. Also er hat schon quasi diese Lektion gelernt, ja? Seid wie ein Kind. Er erniedrigt sich jetzt wie ein Kind und sagt, okay, du, Jesus, pass mal auf. Also, da war dieser Mann, ja? Und der hat Dämonen ausgetrieben in deinem Namen. Und wir dachten, er folgt uns nicht nach. Er gehört hier nicht zu unserer Clique. Er gehört nicht zu unserer Gruppe, ja? Wir haben ihm jetzt gewehrt. War das richtig? War doch richtig, oder? Ja, also, das war die Einstellung von Johannes. Und was wir daraus lernen können, ist, wir sollten auch fragen: Herr, war das eigentlich richtig, was ich getan habe? Jetzt, woran erinnert euch diese Geschichte? Da ist ein Mann, der im Namen von Jesus Dämonen austreibt. Und doch gehört er nicht zu den 12 Aposteln, ist nicht Teil dieser Jüngerschaft, ist so ein bisschen so für sich. Das hat die Jünger ziemlich irritiert, oder? Der ist so irgendwie, der ist nicht Teil der Organisation, der ist nicht Teil der Bewegung, der ist irgendwie so extra, außerhalb, wie so eine Parallelgesellschaft. Das hat die irritiert. Kennt ihr noch eine Geschichte in der Bibel, wo sowas Ähnliches vorgekommen ist, wo jemand irritiert ist, weil da Gottes Geist irgendwie außerhalb der vorgesehenen Struktur wirkt? Fällt euch eine Geschichte ein? Gibt noch eine berühmte Geschichte, wo jemand sagt, wäre es ihnen? Ja? Im Alten Testament, schaut mal mit mir in 4. Mose. In 4. Mose, Kapitel 11. 4. Mose, Kapitel 11. Und dort heißt es in Vers 25, das ist die berühmte Geschichte, wo Mose so erschöpft ist und so niedergeschlagen und so am Ende mit diesem mürrischen Volk und diesem murrenden Volk, dass er sagt, ich kann nicht mehr, ja, ich lieber sterbe ich. Und Gott sagt, pass auf, ich lege meinen Geist auf 70 andere Älteste, die sollen mit dir das Volk leiten. Es geht am Ende um die Gemeindestruktur, um die Gemeindeorganisation. Schaut mal in Vers 25. 4. Mose 11, Vers 25. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, also auf Mose, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihn ruhte, da weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist ruhte auch auf ihnen, denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie weissagten im Lager. Also, alle 70 Ältesten, die 70 Ältesten sind da bei Mose, bei der Stiftshütte, dort, wo sie sein sollen. Ja, so hatte Gott es angeordnet. Und sie haben den Heiligen Geist bekommen und weissagen. Und plötzlich hört man, es gibt im Lager zwei Leute, die nicht zur Stiftshütte gekommen sind, die nicht Teil der 70 Ältesten sind. Und die weissagen, oder die sind Älteste, aber sie haben sich nicht dazu begeben, sie weissagen trotzdem. Der Geist ist auf ihnen. Jetzt kommt Vers 27. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad weissagen im Lager. Und wer ist es jetzt, der irritiert ist? Wer ergreift jetzt das Wort? Schaut mal in Vers 28. Da ergriff wer das Wort? Josua, der Sohn Nuns, der Moses Diener an, war von seiner Jugend an.
War Josua ein geistlicher Mann? War Josua eng bei Mose? Sehr eng, er kannte ihn sehr gut. Man könnte sagen, Josua hatte fast so ein enges Verhältnis zu Mose wie Johannes zu Jesus. Oder? Einer der engsten Mitarbeiter. Und was sagt er jetzt hier? Da griff Josua, der Sohn Nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an das Wort und sprach, Mose, mein Herr, was sagt er? Wehre ihnen, gib ihnen Redeverbot, Kanzelverbot. Sie sollen aufhören zu, weil sie sind nicht Teil der Struktur, so wie wir es kennen. Ihr Lieben, diesen Geist gibt es nicht nur im Alten Testament, nicht nur bei Josua und nicht nur bei Johannes, sondern auch noch heute. Manchmal haben wir selbst das Problem, dass wenn etwas nicht in den Bahnen läuft, wie wir es gewohnt sind, wie wir es kennen, dass es uns schwerfällt zu akzeptieren, dass Gott auch auf eine Weise wirken kann, die nicht ins Schema passt. Nun, sofort. So, bevor wir schnell also in unserem Kopf sagen, ah, der da, der hat irgendjemandem ein Redeverbot gegeben und der da, ja, sollten wir uns daran erinnern, es waren Josua und Johannes, zwei der geistlichsten Menschen in der Bibel, die diesen Fehler gehabt haben. Also nur weil jemand diesen Fehler macht, so zu denken, heißt es nicht, dass er sonst ein ungeistlicher Mensch ist oder abgeschnitten ist vom Evangelium. Das ist sehr wichtig. Ja? Ich denke, wir alle haben vielleicht schon so Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, also Gott, wehre ihn. Ja? Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wir können nah bei Jesus sein und trotzdem zum Teil schwere Fehler machen. Und jetzt schauen wir mal hier in Vers 29. Was ist Mose Antwort? Das ist eine ganz, ganz großartige, weise Antwort. Was ist Moses Anliegen? Was sagt er? Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Mit anderen Worten, was will Mose deutlich machen durch diese Frage? Eiferst du für mich? Was ist der Gedanke hinter dieser Frage? Josua kommt und sagt, wehre ihnen, die Weissagen da und nicht hier. Und Mose sagt, eiferst du für mich? Was ist der Gedanke dahinter? Warum hat also Josua gesagt, wehre ihnen? Einfach nur, weil er die böse fand? Wahrscheinlich nicht, oder? Warum war er dagegen, dass Eldad und Medad im Lager weissagen? Und Mose hat das erkannt und Mose sagt, eiferst du für mich? Was war wohl Josuas Intention? Was hat Josua wohl gedacht? Ja, ist nicht in Ordnung. Warum? Also, warum hat er... Ja, genau, sie waren, aber warum ist das ein Problem in Josuas Augen, dass die da im Lager sind und hier? Warum kann er nicht sagen, ist doch egal? Genau, er hat gedacht, das könnte die Autorität von Mose untergraben, weil Mose hatte gesagt, kommt alle hierher. Ja, von meinem Geist bekommt ihr. Und jetzt sind die gar nicht gekommen. Wenn man das durchgehen lässt, vielleicht ist das ja quasi dann ein Angriff auf die Autorität von Mose. Also halten wir fest, der Josua, der macht das nicht, weil er böse ist. Der macht das auch nicht, weil er irgendwie gehässig ist oder dem Eldad und Medad was auswischen will, sondern der Josua hat so einen Eifer für die Organisation, dass er das Wirken des Geistes beschränken will, weil er Angst hat, wenn wir das jetzt erlauben, dann könnte die Organisation fallen, ja, und das muss verhindert werden. Das passiert immer und immer wieder. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ein bisschen um 1888, ja? Als kurz vor der Generalkonferenz 1888 es einen Streit gab um die Auslegung der 10 Hörner in Daniel 7. Ja, kennt ihr die Geschichte? Da gab es eine Auslegung von unserem großen Prophetie-Experten Uriah Smith. Ja, das war ja also Uriah Smith, das war quasi in Stein gemeißelt, was der schrieb. Ja, das war 100 Jahre lang quasi das Lehrbuch für alle Prediger.
Uriah Smith hatte da die 10 Stämme identifiziert, unter anderem auch die Hunnen. Und dann kam da kurz vor 1888 ein junger Adventist, nicht wahr? Und das waren der Wagner und Jones, die da seit einigen Jahren so ein bisschen neuen Wind reinbrachten, ja? Und da kam der A.T. Jones, der hatte nicht mal studiert, geschweige denn Theologie. Der kannte sich halt ein bisschen mit Geschichte aus und er sagt: Nee, es sind nicht die Hunnen, es sind die Alamannen. Ja? Wir würden vielleicht sagen: Okay, das ist jetzt nicht die größte Heilsfrage, oder? Aber er hat das dann gepredigt und geschrieben und was hat Uriah Smith gesagt? Katastrophe, nein. Und der Generalkonferenzpräsident, der Bruder Butler, der wendet sich dann auch gegen sie, weil er hat Angst. Also wenn wir jetzt hier einen Fehler zugeben, ja, und wenn wir das zulassen, ja, dann bricht ja alles zusammen. Und das ist ein Geist, dieser Geist hat dazu geführt, dass in der Generalkonferenz 1888 so eine Anti-Haltung gegen Wagner und Jones gewesen ist, dass das Evangelium Probleme hatte, sich durchzubrechen. Ja, ihr kennt die Botschaft, ja, Gerechtigkeit aus Glauben. Das war alles vergiftet durch diesen Streit vorher. Ich habe das jetzt ein bisschen verkürzt, aber das war eines der Themen. Und das heißt nicht, dass Uriah Smith und Butler schlechte Menschen waren. Ja, die hatten Eifer für die Pioniere, Eifer für die Wahrheit und sie glaubten, wenn sie jetzt hier einen Schritt zurückgehen, dass alles zusammenbricht, dass alles quasi an ihnen hängt, dass die Prophetieauslegung an Uriah Smith und an Butler hängt. Da gibt es diese tolle Geschichte. Während der Generalkonferenz 1888 war der Generalkonferenzpräsident Butler nicht da, er war krank. Ja, und irgendwann, als die Diskussion über Gerechtigkeit aus Glauben hin und her ging, dann stand ein Bruder auf und sagte: Ich stelle den Antrag, dass wir alle Diskussionen sofort abbrechen, weil unser GK-Präsident nicht da ist. Ja, erst diskutieren wir weiter, bis Butler da ist. Und in dem Moment steht Ellen White auf, geht ans Podium und sagt: Dies ist das Werk des Herrn. Soll der Herr etwa auf Bruder Butler warten? Und da ging die Diskussion weiter. Ne? Kein Mensch ist so wichtig, dass man wegen ihm den Geist Gottes dämpfen sollte. Ja, das ich meine. Ich wollte gerade sagen, dass auch in Zeit von Paulus musste er korrigieren. Manche denken Apollos und Paulus und Kephas und wer ist die und die. Und da war auch eine Spannung in der Korinther-Gemeinde. Da war eine Spannung in der Korinther-Gemeinde zur Zeit von Paulus, ganz genau. Die einen folgten Apollos nach, die anderen Petrus, die nächsten Paulus. Und wir Menschen neigen dazu, auch gläubige Menschen neigen dazu, dass sie einen Menschen auf ein Podest stellen, wo der nicht hingehört. Und das scheint so lange harmlos zu sein, bis es kein Problem gibt. Aber wenn dann irgendwann eine Meinungsverschiedenheit ist, da sind viele, die ihren Lieblingsprediger oder Lieblingspastor oder Lieblingsevangelisten auf ein Podest gestellt haben und jetzt merken die plötzlich, da gibt es jemanden, der sagt was anderes. Dann fangen die an, ihren Lieblingsprediger zu verteidigen, komme, was er wolle. Und dann gibt es Streit. Und Mose fragt: Eiferst du für mich? Eiferst du für mich? Es geht doch nicht um mich. Ja? Auch wenn er, wie Ellen White sagt, der größte Prophet und der größte Gesetzgeber und der größte General aller Zeiten war, Mose sagt, es geht nicht um mich. Schaut mal, was Mose sagt in Vers 29. Mose sprach zu ihm: Eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde. Ja? Also Mose sagt nicht: Oh, das sind zwei, die weissagen hier. Er sagt: Oh, wenn doch alle weissagen würden, ja? Wenn doch all die 2 Millionen Israeliten Propheten wären, dann wären wir schon ein Stück weiter. Wenn die alle vom Geist erfüllt wären, dann würden wir nach Kanaan gehen, ja? Dann würden die aufhören zu murren. Dass doch alle den Geist Gottes hätten. Ja! Wisst ihr, manchmal gibt es Streit in der Gemeinde, weil jemand möchte Evangelisation machen und er macht es nicht genau so, wie der Prediger möchte oder wie der Ausschuss möchte oder wie es die Vereinigung möchte, weil die ihren bestimmten Plan haben. Da kommt jemand und ist irgendwie anders, hat andere Ideen, andere Gedanken. Ich rede nicht davon, wenn jemand eine falsche Botschaft redet. Ja, hört mir gut zu. Ich rede nicht davon, wenn jemand Irrlehre predigt oder wenn jemand gegen die Gemeinde hetzt oder so. Ich meine einfach nur, wenn jemand außerhalb der Box sozusagen, außerhalb des Schemas wirkt und das macht Gott immer und immer wieder. Es gibt einen Hiob außerhalb des Volkes Israel. Ja? Es gibt hier Menschen außerhalb der Jünger. Es gab zu allen Zeiten immer wieder Momente, wo Gott auch neben der Struktur immer wieder oder neben der Organisation, so wichtig sie ist, auch woanders wirkt, weil Gott eben sich nicht beschränken lässt, nicht mal auf die Struktur der Adventgemeinde. Man kann ihn nicht in eine Box tun.
Und jetzt ist die Herausforderung, dass wenn wir das Wirken Gottes sehen und es offensichtlich Gottes Wirken ist, dass wir uns dann nicht so wichtig nehmen und sagen, aber Herr, der hat jetzt aber nicht von mir die Erlaubnis bekommen. Der hat nicht erst meinen Segen bekommen, dass er das machen darf, sondern dass, wenn wir sehen, dass Gott einen Menschen beruft zu etwas, was wir vielleicht nicht vorhergesehen haben, dass wir ihn unterstützen, für ihn beten und ihm eine Hilfe sind, ihn da korrigieren, wo er korrigiert werden muss, aber ihn nicht hindern, nur weil es unseren Plänen widerspricht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Ein Gedanke, der in unseren Gemeinden, in unseren Vereinigungen, in unseren Verbänden, in unserer Adventgemeinde, in unseren Herzen, bei jedem Einzelnen von uns, sich tiefer einpflanzen sollte, ist meine persönliche Meinung. Ja? Hier kommt jetzt hier plötzlich die Brücke von David. Ja. Ja. Der Kampf mit dem Saul. Ja. Also, wo bist du, was machst du? Goliath, Goliath. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ganz genau. Es gibt auch noch eine andere interessante Stelle in 3. Johannes. Ich glaube, wir haben es vor kurzem schon mal kurz angesprochen. In 3. Johannes. Genau, in 3. Johannes, das ist ja nur ein Kapitel, Vers 9, da sagt Johannes, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der, Achtung, Erste sein möchte, nimmt uns nicht an, darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Hier seht ihr einen Zusammenhang, der sehr interessant ist, nämlich, hier ist jemand, der will selbst der Größte sein, ja, also hier haben wir quasi Ego und Stolz und das führt dann quasi zu Repressionen. Könnt ihr es sehen? Der Diotrephes, der möchte der Erste unter ihnen sein und deswegen hat er dann Probleme, wenn jetzt der Johannes kommen soll, ja, also muss der Johannes irgendwie unterdrückt werden, ja, weil Johannes könnte vielleicht mit seiner Botschaft etwas Wichtigeres sagen, als was er sagt, ja. Wer sich selbst erhöht, fängt an, andere zu unterdrücken. Wer sich selbst erniedrigt, fängt an, andere zu erhöhen. Das ist das Geheimnis, ja. Deswegen ist Jesus derjenige, der sich selbst erniedrigt, um uns aus dem Schlamm herauszuhelfen, ja, uns zu helfen. Deswegen ist Satan der schlimmste aller Herrscher, weil er von oben nach unten drückt mit Repressalien. Und deswegen, jetzt sehen wir sozusagen, warum die Worte von Jesus, jetzt achtet mal genau auf, warum die Worte von Jesus, wer unter euch der Größte sein soll, will, der sei aller Diener, warum das Herz von Johannes angesprochen hat, weil er plötzlich realisiert, als wir dem damals das verboten haben, ging es uns eigentlich gar nicht wirklich um Jesus, obwohl wir das gedacht haben. Als wir ihm es verboten haben, war eigentlich unsere tiefste Motivation, wir wollen die obersten Apostel sein. Und der ist nicht unter unserer Kontrolle. Wenn Menschen anderen verbieten, für Gott zu arbeiten oder ihnen spezielle Vorschriften machen, Ellen White sagt, wir sollten auch unseren Predigern keine Vorschriften machen. Damals zur Zeit von Ellen White, ich gebe keinen Kommentar, ob das heute noch so ist oder nicht, aber zur Zeit von Ellen White haben die Prediger zum Teil oft sehr spezifische Anweisungen von den Vereinigungsvorstehern, von den Vereinigungen bekommen, ihr müsst das machen, das machen, das machen, das machen, das nicht, das ja. Und Ellen White sagt, hört auf! Lass die Prediger arbeiten, so wie Gott es ihnen zeigt. Ja? Nicht, dass man auch also zusammenarbeiten soll und zusammen strukturiert arbeiten soll, klar. Aber sie hat immer dagegen geschrieben, dass man zu detailliert jedem Vorgaben macht, was er zu tun hat, was er zu lassen hat. Weil Gott ist unser aller Lehrer und ich kann nicht wissen, was Gott dir aufträgt. Ich kann helfen, ich kann raten, ich kann unterstützen, es gibt auch Grenzen, nicht wahr? Die Lehre und die Organisation, aber wir dürfen nicht allzu sehr Chef des anderen sein wollen. Weder in der Ortsgemeinde, noch in der Vereinigung, auch nicht in unseren Familien. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Nun, übrigens, dieser Geist, anderen zu verbieten, zu predigen, den finden wir im Neuen Testament immer wieder. Schauen wir zum Beispiel in 1. Thessalonicher 2, Vers 16. 1. Thessalonicher 2 und dort Vers 16. Dort heißt es, Paulus sagt, 1. Thessalonicher 2, Vers 16, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünde voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Ja? Später haben die Jünger gemerkt, wohin dieser Geist führt. Denn die Juden, die nicht wollten, dass über Jesus gepredigt wird, die haben ihnen dann das Wort verboten.
erinnert euch an die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 5, die sagen, wir beschwören euch, dass ihr nicht in diesem Namen redet. Und was sagt Petrus dann? Wir können nicht. Ja. Wem sollen wir mehr gehorchen? Gott oder den Menschen? Ja? Urteil dir. Natürlich gehorchen wir Gott mehr als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr Lieben, wenn Gott uns einen Auftrag gibt und uns unterrichtet und Menschen uns ohne Begründung aus dem Wort Gottes einfach das verbieten wollen, ist es unser Vorrecht, unsere Pflicht, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Wenn Menschen uns liebevoll korrigieren wollen, sollen wir ihnen auch zuhören. Ja? Also ich will nicht denjenigen das Wort reden, die einfach stur ihr eigenes Ding durchdrücken, ja, und so individualistisch einfach nur sich selbst sehen. Das meine ich nicht. Aber das Gegenteil, das Extrem, Gegenteil Extreme ist auch nicht gut. Ja? Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen als Brüder und Schwestern zusammenhalten, uns einander unterordnen, aber trotzdem hat letztendlich jeder nur einen Herrn. Und das ist Jesus. Und niemand darf dem anderen genaue Vorschriften machen und genaue Verbote erteilen. Johannes und Jakobus, die dachten schon, die haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wer wird der Größte, ja? Wer wird Premierminister, wer wird Außenminister, ja? Und jetzt haben sie jemanden gesehen, der nicht ins System passte. Sie haben davon gesprochen, dass sie regieren wollen und haben jetzt schon so gehandelt, als ob sie regieren würden, oder? Sie haben gesagt, du darfst nicht. Dabei hatten sie noch gar keine Position. Sie hatten gar keine Autorität, das zu tun, ja? Wenn wir denken, dass wir die Größten sind, dann werden wir auch so handeln, als ob wir die Größten wären. Ja, ich erinnere an ein Zitat von Ellen White, wo sie sagen, am Ende, bevor Jesus kommt, wird der Herr ganz andere Wege gehen, wo viele werden verurteilen, so wie bei der Gideon. Niemand geht so weg und trotzdem, ja, wie wichtig ist das, an die Stimme des Heiligen Geistes achten. Ganz genau. Jetzt, das Interessante ist, Johannes und Jakobus haben ja in dem Moment wirklich gedacht, dass sie für Gott kämpfen. Man kann glauben, dass man für Gott kämpft und trotzdem verführt sein, weil man nämlich diesen Eifer für Gott mit Selbstsucht vermischt und dann nicht erkennt, was Gott eigentlich wirklich will. Aber jetzt, als Jesus spricht, als er zu den Füßen Jesu sitzt, sagt Johannes, okay, ich glaube, wir haben uns geirrt. Ja, ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Ja. Und Ellen White sagt, sie haben ihren Fehler anerkannt und den Tadel von Jesus angenommen. Schauen wir ganz kurz noch in Markus 8, wie die Geschichte ausgeht. In Markus 8, Vers 39. Markus 8 und dort Vers 39, dort sagt die Bibel, nee, Moment, das ist falsch, Markus 9 natürlich, Entschuldigung, nicht 8, 9, 39. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Nun, sagt Jesus damit, dass jeder, der in seinem Namen ein Wunder tut, automatisch richtig ist und gerettet ist? Nein. Jesus sagt selbst in der Bergpredigt, es werden viele sagen, Herr, Herr, haben wir dich in deinem Namen Wunder getan und Dämonen ausgetrieben? Und Jesus wird zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Aber wer ist derjenige, der es beurteilen kann? Es ist Jesus, es ist Gott. Wenn wir sehen, dass jemand für Jesus wirkt und für Gott wirkt und wir uns vielleicht nicht ganz sicher sind, wie seine Motive sind, sollen wir jemandem nicht Motive unterstellen, sondern Gott wird gerecht richten. Paulus hat das erlebt. Schaut mal in Philipper 1. Paulus wusste sogar manchmal, dass einige predigen, ohne die richtigen Motive zu haben. Schaut mal in Philipper 1, Vers 15 bis 18. Ganz kurz. Philipper 1, Vers 15 und 18. Da heißt es, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht. Gibt es heute auch noch. Menschen, die für Jesus kämpfen, meinen sie, aber in Wirklichkeit nur Streit suchen und neidisch sind. Andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, weil sie vielleicht einfach dadurch gut angesehen sind, ja? Nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Paulus sagt nicht, dass die aus Neid und Streitsucht Jesus predigen, gerettet werden. Aber er sagt auch nicht,
dass er jetzt der Richter ist. Weil manchmal kann der Mensch es auch nicht genau beurteilen. Wir können nur die Früchte sehen, aber wir können das Herz nicht beurteilen. Und Paulus sagt, selbst wenn jemand es aus falschen Motiven tut und wenn trotzdem ein Mensch dadurch Jesus kennenlernt, freue ich mich, Gott wird sich darum kümmern, ob jemand es aus falschen Motiven gemacht hat. Nun, dass wir uns nicht missverstehen, wenn jemand eine falsche Lehre predigt, sagt die Bibel, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht, sagt die Bibel in 2. Johannes. Ja? Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Wenn jemand in offener Sünde lebt, ja, muss er auch offen getadelt werden dafür. Aber wenn jemand etwas tut, was wir nicht verstehen, was nicht in unser System passt, nicht in unser Denken passt, dann sollen wir das Urteil zurückstellen und lieber einen Menschen aufnehmen und stärken und ermutigen. Weil Jesus macht jetzt etwas sehr Wichtiges am Ende in Markus 9. Er sagt ja, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Den Satz gibt es auch andersrum, oder? Jesus hatte den Jüngern gesagt vor der Aussendung, als die 12 die ihre erste Missionsreise hatten, er sagt, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Wer nicht mit uns sammelt, der zerstreut. Das heißt, wie viele Seiten gibt es im Kampf? Es gibt zwei Seiten. Es gibt nur Gott und Satan. Das ist der große Kampf. Und jetzt ist ein wichtiger Gedanke. Wenn jemand nicht gegen uns ist, wenn also jemand nicht das Werk des Satan tut, dann ist er auf Gottes Seite. Man kann nur auf einer der beiden Seiten sein. Und was Jesus damit deutlich machen möchte ist, es gibt manchmal Menschen, von denen wir glauben, dass wir mit ihnen in Konflikt stehen, aber in Wirklichkeit sind sie auch auf Gottes Seite. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, nicht wie stehe ich zu ihnen, sondern wie steht Gott zu ihnen und wie stehe ich zu Gott. Ja? Denn die Bibel macht immer wieder deutlich, wenn ich wirklich mit Gott verbunden bin, werde ich auch den Geist Gottes in anderen erkennen. Ja, die wahrhaftig in ihrem Herzen Gott, ihr Herz Gott übergeben haben, die werden sich freuen, auch andere zu sehen, in denen Jesus das Gleiche tut. Ja? Ja, wir kommen dann von Lukas 10, wo sagt Jesus, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Also uns auch. Ja. Ganz genau. Nun, der Punkt ist, wenn hier jetzt eine Person A steht, die zu Gott gehört, ja, und noch eine Person B, und dann A und B sich streiten, ist das eine äußerst merkwürdige Sache, oder? Nun, wenn es so einen Streit in der Gemeinde gibt, passiert es meistens, dass die eine Seite der anderen Seite unterstellt, böse zu sein. Aus dem einfachen Grund. Wir wissen ja, es gibt nur zwei Seiten. Und wenn ich jetzt mich mit jemandem streite, wenn ich jetzt A bin, ja, und ich mich mit jemandem streite, dann muss der andere ja zur Satans Seite gehören, weil ich bin ja bestimmt auf Gottes Seite, oder? Nur in diesem Moment, als Johannes und dieser Fremde, von dem wir nicht wissen, wie er heißt, diesen Streit hatten. War Johannes auf Gottes Seite? Wir haben gesehen, mit seinem Denken, sich selbst zu erhöhen, hat er eigentlich das Denken von Luzifer wiederholt. Er dachte, dass er auf Gottes Seite ist und dachte, der andere, der sich nicht an die Regeln hält, der ist auf Satans Seite, dem muss man wehren sozusagen. Aber Gott sagt, aber Jesus sagt, bist du dir, nein, nein. Wenn er wirklich Interesse an mir hat, gehört er zu Gottes Seite und du solltest ihm nicht wehren, weil wenn du ihm wehrst, bist du auf Satans Seite. Ellen White sagt Folgendes, niemand, der sich auf irgendeine Weise freundlich gegenüber Christus zeigt, sollte weggestoßen werden. Es gab viele, die tief bewegt waren durch den Charakter und das Werk von Christus und ihre Herzen öffneten sich ihm im Glauben. Und die Jünger, die die Motive nicht lesen konnten, sollten sorgfältig sein, dass sie nicht solche Seelen entmutigen. Wenn Jesus nicht mehr länger bei ihnen persönlich sein würde und das Werk in ihren Händen zurückbleiben würde, dürfen sie nicht so einen engstirnigen, exklusiven Geist haben, sondern genau die gleiche weitreichende Sympathie zeigen, die sie auch bei ihrem Meister gesehen haben. Gott möchte, dass wir eine weitreichende Sympathie haben und nicht engstirnig sind. Die Tatsache, dass jemand nicht in allen Dingen mit unseren persönlichen Ideen und Meinungen übereinstimmt, kann es nicht rechtfertigen, ihm zu verbieten, für Gott zu arbeiten.
Christus ist der große Lehrer. Wir sollen nicht richten oder befehlen, sondern in Demut jeder von uns zu den Füßen von Jesus sitzen und von ihm lernen. Jede Seele, die Gott willig gemacht hat, ist ein Kanal, durch den Christus seine vergebende Liebe offenbart. Wie sorgfältig sollten wir sein, damit wir nicht einen von Gottes Lichtträgern entmutigen und so die Strahlen unterbrechen, die in die Welt scheinen würden. Und ich glaube, hier ist eine tiefe Lektion. Wenn Jesus eine weitreichende Sympathie hatte, müssen wir Jesus fragen, auch heute: Herr, bin ich vielleicht auch manchmal so wie Johannes und wie Jakobus, ein bisschen engstirnig und exklusiv? Brauche ich nicht mehr von deiner weitreichenden Sympathie? Die Frage möchte ich mir stellen und euch stellen und euch, die ihr zuschaut. Und das Tolle an Johannes ist, Johannes hat jeden Tadel angenommen. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir auch jeden Tadel annehmen. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass wir auch aus der Erfahrung von Johannes lernen können. Herr, du weißt, wie oft wir uns selbst oder andere Menschen über andere erheben und dich und deinen Charakter aus den Augen verlieren. Wie schnell Menschen in deinem Namen Dinge tun, die völlig deinem Wesen widersprechen. Das war in der Geschichte immer wieder so und auch heute passiert das. Und zu oft ist es auch in unserem Leben passiert. Herr, schenk uns diese Einstellung von Johannes, der zu deinen Füßen gesessen hat und der deine Worte auf sich selbst bezogen hat und dann sein eigenes Leben durchleuchtet hat und dir die Dinge gezeigt hat und gebracht hat, die schiefgelaufen sind. Herr, schenk uns diese Einstellung, dass wir uns selbst hinterfragen, damit du uns reinigen und heilen kannst. Herr, das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.